Zusammenhalten, zusammenarbeiten und zusammenlernen. Das ist der Techniklehrgang des Berliner Jujutsu-Verbandes. Dieses Gemeinschaftsgefühl, sich so kennenzulernen, war unglaublich bereichernd. Also man hat neue Leute, jetzt neue Freundschaften geknüpft und das war das Tolle an diesem Lehrgang. Integration durch Jujutsu lautet das Motto und bringt an diesem Wochenende viele Jujutsuka, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zusammen. Sport verbindet. Sport überwindet alle Hindernisse. Und Jujutsu ist eine Familie und Jujutsu ist ein Lebensgefühl und macht einfach nur Freude. Doch bevor es überhaupt richtig losgeht, lernen sich die Sportlerinnen und Sportler in mehreren Spielen erst einmal etwas besser kennen. Das lockert die Stimmung auf, bevor die knapp 25 Teilnehmenden unter der Leitung von Dr. Tsegai Dejeuner in das Thema eingeführt werden. Wichtig: Nicht die Technik steht im Vordergrund, sondern das Miteinander sowie ganz essentielle Werte. Also Freundschaft, Vertrauen, Gleichstellung und das können wir am besten mit Sport verwirklichen. So beruht der erste Teil des Lehrgangs vor allem darauf, Gemeinsamkeiten der Teilnehmenden zu finden und so Verbindungen untereinander zu schaffen. Dabei kann es sich vom Heimatbezirk über den Geburtsmonat bis hin zum Lieblingsessen um alles handeln. Und die Idee war auch, dass man nicht immer mit demselben Partner trainiert, sondern auch mal mixt und unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Leuten bewältigt. Und das war sozusagen das Thema Integration, hier wirklich live im Kampfsport gelebt und sehr, sehr toller Lehrgang. In der zweiten Hälfte wird Teamwork groß geschrieben. Denn vor allem das gemeinsame Lösen einer komplexen Aufgabenstellung hilft dabei, Menschen zusammenzuschweißen. Wenn wir zusammenarbeiten, finden wir Lösungsansätze. Gemeinsam sind wir stark, unabhängig davon, welche Stärke und Schwäche wir haben. Bei den Teilnehmenden hat der Lehrgang einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Innerhalb von 3 Stunden haben sie sich nicht nur weiterentwickelt, sondern sind auch als Gruppe zusammengewachsen. Wunderbar, hat uns gefallen und wie gesagt, jederzeit gerne, immer wieder. Ein Erfolg auf ganzer Linie für den Jujutsu-Verband. Die Grundbausteine beim Sport sind gelegt. Doch bereits jetzt werden Zusammenhalt, Teamwork und Kameradschaft bereits abseits der Matte gelebt.